Servus zusammen, da bin ich wieder. Die Schulter ist soweit okay. Donnerstag werden die Fäden gezogen. Und dann kann ich zwar nicht gleich wieder Golf spielen oder Tennis oder sonst was, aber naja, Gott, das wird noch ein bisschen dauern. Ich habe die Zeit genutzt, der ich nur zwei Trades gemacht habe in den letzten 2 Wochen. Die App-Folger wissen das. Und zwar habe ich meine ganzen Kontakte von früher, die ich teilweise seit Dekaden habe, einfach mal angerufen. Die sitzen in ganz Europa, die sitzen in Nordamerika, die sitzen in Kolumbien, Australien. Man hat sich mal wieder so ein bisschen ausgetauscht. War schön, war echt schön, wie die sich alle verändern. Sensationell. Dabei kam in jedem Gespräch die Frage: Sag mal, was ist los bei euch in Deutschland? Tja, die ersten 2 Gespräche habe ich versucht, das irgendwie zu erklären. Da ist mir aufgefallen, ich kann das überhaupt nicht erklären. Ich kann natürlich sagen, ja, die Regierung hat es im Griff, aber das ist keine echte Antwort. Also, wir haben das Thema dann relativ schnell sein gelassen. Auffallend war für mich, keiner von denen, und das sind alles Händler, Fondsmanager und so weiter, hat eine Position in Deutschland, nicht in einem Wert. Und dann habe ich mal gefragt, sag mal, so, wenn ihr so an Deutschland denkt, vergesst mal die Autos, an was denkt ihr dann so? Das war interessant. Aspirin, Leopardpanzer 2 und Messer aus Solingen. Lediglich die Franzosen haben noch einen draufgesetzt, Kärcher. Die stehen auf dieses Reinigungsteil da, Kärcher-Ding da. Da fahren die voll drauf ab. Ja, das haben sie noch draufgesetzt. Aber das waren so die Aussagen. Dann habe ich aber auch mich versucht weiterzubilden über Podcasts, Interviews, Reportagen. Ich habe mit Fondsmanagern gesprochen, mit Hedgefondsmanagern, mit sehr vermögenden Privatkunden und zwar in Deutschland. Und da kam immer irgendwie raus: Ja, aber die Aktien in Deutschland sind doch unterbewertet im internationalen Vergleich. Und das kann ich nicht stehen lassen. Karl Marx hat in seinem Buch Das Kapital geschrieben, einen Satz, den werde ich nie vergessen: Der Wert eines Dinges ist der, den es einbringt. Und das sagt alles. Jetzt vergleicht einfach mal für euch, das mache ich jetzt hier nicht, den Chartverlauf von VW mit BYD. Chart, Kennzahlen, KGV, KUV, wie es alles heißen, vergleicht den mal. Da wisst ihr, wo der Hammer hängt. Und wie gesagt, die Ausländer, die hatten kein Stück deutsche Aktie. Null. Die haben einfach kein Vertrauen. Die haben gesagt, das gucken wir uns erstmal von der Seitenlinie aus an. Und das kann ich verstehen. Gut, jetzt gehen wir mal in den DAX. Bevor ich hier noch sowas sage wie, das hat der eine nämlich gesagt, hat gesagt, ja, Made in Germany war mal ein Bonus. Und jetzt ist es ein Malus. Und das stimmt. Den Eindruck habe ich wirklich. Aber jetzt gehen wir in den DAX. Ich bin wieder meiner Reputation als weltbester Volatilitätsindikator gerecht geworden. Das ist der Wochenchart. Ich zeige es euch nochmal im Tageschart genauer. Ich bin hier gegangen und ich komme hier wieder. Die Woche sieht nicht schön aus. Weiterhin negativ. Weiterhin negativ für den Oszillator tief, aber nirgendwo auch nur der Hauch einer Stabilisierung. Also sowas hier haben wir überhaupt nicht. Wir sind unter der 20-Wochen-Linie, die Bänder gehen enger und auf diese Marke komme ich gleich. Und zwar im Tag. Hier ist der Tag. So, und zwar ist das hier, auch im Monat, das Low vom 7.7. Da sind wir bei 15.456. Das ist nicht viel. Das sind 300 Punkte. Das sind 2%. Wenn der gut drauf ist, der DAX, dann macht er das in einer halben Stunde. Auch hier, wir haben die 20-Tage-Linie noch nicht mal zurückerobert. Hier bin ich weg. Ja, mit diesem Shootingstar, da bin ich weg. Duck, 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 duck. Dieser Punkt hier ist mit Mühe und Not das 38er Retracement von dieser Bewegung hier. Also wirklich mit Mühe und Not. Und jetzt zappeln wir hier unten schon wieder rum. Bänder gehen ganz leicht auf, das ist aber nicht gravierend. Wenn wir, das war das Tief vom 8.8. bei 15.706, wenn wir das mit Schlusskurs unterbieten, heute haben wir es gehalten, heute am Dienstag haben wir es gehalten, dann ist das hier Pflicht. Hier, die 15.467 sowas. Oder vielmehr das Tief hier, 15.456. Die 200-Tage-Linie kommt jetzt auch verdächtig nahe. Und das ist kein schönes Chartbild, was ich hier habe. Wir hatten einen leichten Stabilisierungsansatz, das war dieser hier noch, sofort wieder negiert. Wir sind weiterhin negativ über das MACD. Wir haben, das muss ich gerade mal zeigen, eine ganze Reihe von großen Aktien, die so aussehen, die so ein Plateau hier unten haben. Fangen wir an mit, jetzt muss ich gerade mal schauen, Moment, Deutsche Telekom. Das hier, das ist nicht schön, das ist um die
18,65 rum. Das kommt von hier hinten, Ende des Jahres, beziehungsweise Ende letzten Jahres, noch weiter da. Wir haben sowas wie Graupenwert hoch 3, VW. Da passiert ja gar nichts mehr. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Unterstützung. Wehe, wenn die gebrochen wird. Mal was weiter mit anderen Werten, zum Beispiel MTU. Auch ein Doppelboden im Moment. Wenn er gebrochen wird, ja, dann sind die irgendwo hier so um die 196, 200 da. Aber auch Infineon. Infineon sieht auch nicht schick aus. Dieser ganze Bereich hier, das ist fast ähnlich wie beim DAX, dieser ganze Bereich hier, den gilt es zu halten. Und die haben die 200-Tage-Linie bereits unterboten. Nehmen wir mal einen anderen Wert, die Säuferaktie Pernod. Auch seitwärts kommt nicht in die Pötte. Die müssen über 205 steigen, um zu steigen. Aber wehe, sie gehen hier drunter unter die 193. Und das ist auch nicht weit weg. Nehmen wir mal Danone, dass ihr mal über den deutschen Tellerrand hinausschaut, ist exakt das Gleiche. Als letzten nochmal E.ON, die gefallen mir auch nicht so. Oder andersrum, die sind gefährdet, so möchte ich es mal formulieren. Das ist nicht schön hier. Das ist einfach nicht schön. Da, wo soll denn da der Mut herkommen? Ich habe ihn nicht, das Zeug zu kaufen. Zurück zum DAX. Komm her. So. Also, ja, der kann jetzt hier mit heute diesen Doppelboden gemacht haben. Vielleicht geht er morgen weg. Technische Gnade dafür habe ich nicht. Deswegen ist es auch heute die Art und Weise des Handels, ich gehe jetzt mal auf die 4 Stunden, ist nicht wirklich schick. Direkt am Morgen von 8 Uhr Abverkauf von 15.900, ich runde jetzt mal leicht, 50 hat er 250 Punkte nachgegeben. Aber ohne Absingen schmutziger Lieder. Ja, einfach runter, tschüss. Auch 4 Stunden, nicht, also noch weiter negativ, negativ. Der ist gar nichts. Und hier sieht man den Doppelboden auch nochmal. Hier vom 7. war das, ne? Der 8. 8. 8. Sieht man das auch nochmal. Das ist wichtig, dieses Niveau. Ein Schließen unter 15.000, sagen wir mal 690, wäre für mich ziemlich negativ. In dem Zusammenhang, ich hatte neulich auch auf NTV das gesagt mit diesen Sparplänen. Ich habe das jetzt mal gegenübergestellt. Das wäre jetzt ein Sparplan. Ich habe die im Mai ausgesetzt. Das wäre zum Monatsanfang, das wäre zur Monatsmitte. Aber mir geht es jetzt nicht um den Unterschied zwischen den beiden. Da gibt es bestimmt Statistiken, was ist besser, Monatsanfang, Monatsmitte. Mir geht es einfach nur darum, wenn ich immer zum Monatsanfang Mai, Juni, Juli, August gemacht hätte, wäre das mein Schnittkurs 16.073 und hier 16.040. Und wir sind bei 15.772 im Moment. Ich sehe keinen Grund, da irgendwas zu ändern. Ich kaufe jetzt auch nicht die Dinge habe ich ja nicht gekauft. Kaufe ich nicht dazu, warte ich noch ab. Gefällt mir zu wenig, als dass ich das machen muss. Also ich finde nach wie vor, der Markt sieht nicht toll aus. Sieht gar nicht toll aus. Gucken wir nochmal auf die Stunde. Die Stunde ist hier. So, da gibt es ein bisschen Hoffnung mit der letzten Kerze, die bis 18 Uhr geht. Aber das reicht für mich nicht aus. Da muss er schon hier über die 15.810 gehen, um bei mir irgendwie ein kleines Glücksgefühl auszulösen. Aber ich glaube nicht, dass er das tut. Mache also heute am Dienstag diesen Film, deswegen mache ich morgen keinen. Ich gucke mal, dass ich in den nächsten Tagen, ich mache schon mal die Scheine rein, in den nächsten Tagen, sowas wie Mittwoch, Donnerstag, dass ich da auch mal was mache wie Gold, weil das ist jetzt hier um die 1900 ganz interessant. Dann mal gucken, was ich noch finde. Entschuldigung, ich habe diese Scheine hier genommen. Dieser 15.080er hier, das ist kein kleiner Schein, ja, das ist ein 23er Hebel. 15.080. Da sind wir. Achso, ich muss mal rausgehen, vielleicht erst und in den Tag rein. Dann kann man das besser sehen. So, wo ist der? Hier. So, 15.080. Da sind wir unter der 200-Tage-Linie, die momentan bei 15.335 liegt. Ich kaufe den jetzt nicht. Ich will wissen, A, was passiert hier mit diesem Doppelboden hier? Akzeptiert der Markt den oder nicht? Ja, da möchte ich erstmal warten. Und dann habe ich einen, der liegt ein bisschen weiter weg, 14.770. Da sind wir also hier unten. Beide kaufe ich noch nicht. Ich bin auch ganz ehrlich zu frisch jetzt drin, um mich hier für eine Position zu entscheiden. Ich möchte die eigentlich nur als Suchhilfe geben. Hier habe ich noch einen 16.830er Put und einen 16.539er Put. Müsste mal kurz den Film anhalten.
Ich sehe im Moment noch keinen Handlungsbedarf, aber wie gesagt, ich bin jetzt erst seit gestern Abend erstmal wieder hier und ich werde auch nur 2 Wochen hier bleiben. Dann gehe ich noch mal, dann gehe ich mal in Urlaub. Das muss auch mal sein. Ich finde es nicht besonders toll, was hier abgeht, aber es ist fürs Daytrading ganz interessant. Da bietet sich der 5- oder 10-Minuten-Bereich an. Da sieht man das besser, wo man hier irgendwo was überkauft, überverkauft, das mal hoch oder runter geht. Für den Tageshandel, also für den Handel über den Tag hinaus, ist für mich diese Marke hier 15.690, sollte bitte nicht mit Schlusskurs unterboten werden. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.